Hallo ihr Lieben, ich möchte heute einen kleinen Lesemarathon starten. Es ist bei mir Freitag, ich bin noch ein bisschen schwitzig, komme nämlich gerade aus dem Garten, habe da schön geerntet. Ich schneide es euch vielleicht rein, ich habe nämlich gerade für den anderen Vlog das aufgenommen. Dementsprechend kann ich euch das noch zeigen, was ich heute mitgebracht habe. So, kurzes Update aus dem heimischen Garten. Ich muss noch ein bisschen abschwitzen. Ich habe die erste Möhre geerntet. Sie ist nicht groß, aber so viel Möhrengrün hatten wir. Ich wollte einfach mal gucken, wie es aussieht. Nicht besonders gut. So, eine Zucchini habe ich mitgebracht. Ich glaube, morgen oder übermorgen kann ich wieder zwei ernten. Und dann haben wir eigene Paprika und Pfläumchen. Ich hätte noch mehr Pfläumchen mitnehmen können. Ich muss die ja erstmal verbrauchen. Allerdings haben wir diesen Monat, nee, dieses Jahr gar nicht so viel Pflaumen wie die letzten Jahre. Also es ist jetzt, glaube ich, nochmal die Menge dran. Wir haben aber letzte Woche auch schon was abgenommen. Und was aber ganz gut ist, weil letztes Jahr kamen wir überhaupt nicht hinterher. Da haben wir auch alle möglichen Pflaumen verschenkt und so. Und diesmal sind es quasi einfach genügend Pflaumen, um sie wegzusnacken. Da kommt gleich eine Katze. Genügend Pflaumen, um sie wegzusnacken. Und damit bin ich sehr zufrieden. Komm her, Maya. Und ja, ich habe heute gar nicht so viel vor. Es ist jetzt, wartet, 9.27 Uhr. Ich habe heute früh den Wochenabschluss für die 3. Augustwoche gedreht. Die möchte ich heute noch schneiden, aber das Video geht noch 15 Minuten. Dementsprechend schneidet sich das quasi von selbst. Und auf dem Kanal Gemeinsam Sparen möchte ich das hochladen. So, außerdem... der Toner ist alle von unserem, hallo Amaya, von unserem Drucker. Den muss ich nachher noch wechseln und ein bisschen was drucken und ein bisschen was schneiden für Etsy. Und ich werde sicherlich auch ein paar Etsy-Bestellungen packen, aber heute vielleicht nur so 10 Stück. Es ist hier draußen sehr angenehm im Arbeitszimmer, also in allen Räumen, die auf der anderen Seite des Hauses sind. Es ist sehr warm. Ich hatte die letzten Tage Kreislaufprobleme, viel. Und dementsprechend werde ich heute zum Freitag einfach es mir gut gehen lassen. Sagen wir es mal so. Und da ich gestern zum ersten Mal in diesem Monat, also im August, gelesen habe, und zwar 14% in dem Buch Arcadia, ich blende es euch dann hier ein als E-Book, dachte ich, ich hätte Bock zum Lesen und ich glaube, ich mache mir heute einen richtig schönen Lesetag. Morgen habe ich wieder mehr zu tun, da drehe ich das Spielevideo für Gemeinsam Sparen und dementsprechend mit Vorbereitung und Co. dauert das 1,5 Stunden. Der Videoschnitt plus Hochladen kostet dann nochmal 2 Stunden. Also ich bin dann quasi allein mit dem Video 3,5 Stunden beschäftigt und werde dann abends sicherlich auch nochmal 10 Etsy-Bestellungen packen. Dementsprechend habe ich morgen ein bisschen mehr zu tun und es soll aber ab. Kühlen. Und ich glaube, damit wird mein Leben und das Leben von einigen anderen ein bisschen angenehmer. So, dementsprechend, ich freue mich auf meinen Lesemarathon und ich habe diese Woche zwei neue Kinder- und Jugendbücher zugeschickt bekommen. Eins von Vanessa Walder, Die weiße Wölfin, und die neue Serie von Robin Stevens, die auch geschrieben hat, Wells and Wong. Und in der neuen Reihe geht es um Hazel Wongs jüngere Schwester May. Ja, hier ist gerade ein bisschen was los. Hallo Amaya. Hallo Baby. Ja. Ich bin happy. Ich bin happy, dass ich gestern endlich wieder zum Lesen gefunden habe. Eigentlich gezwungenermaßen, weil es mir durch Kreislauf und Co. nicht so gut ging und ich dadurch immer viele Pausen gemacht habe. Ich habe Diamond Painting gemacht, ich habe gelesen, ich habe gestickt und ich habe Malen nach Zahlen gemacht. Also ich bin gestern 4 meiner Hobbys nachgegangen. Und ich habe mir noch einen Film angeguckt. Im Ganzen. Wobei ich auch dazu sagen musste, dass Spatz ja nicht da war. Dementsprechend hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung. Ich habe mir gestern angeguckt Duell der Magier mit Nick Cage. Und dann habe ich noch angefangen Alice im Wunderland. Die Echtverfilmung, also nicht den Trickfilm. Und ich kenne nämlich die zweite Verfilmung dazu nicht. Und da dachte ich mir, gut, wenn du eh gerade bei Disney unterwegs bist, dann fängst du das auch noch an. Dementsprechend also gestern voll der Hobbytag. Ich habe auch ein bisschen gearbeitet, so ist es nicht. So, ich fange jetzt an zu lesen, schwitze noch ein bisschen ab und freue mich meines Lebens. Übrigens mit diesem Ausblick, mal gucken. Ja, ist leider auf dem alten Stativ hier nicht stufenlos.
I'm sorry. So, ihr Lieben, kurzes Update. Es ist ein bisschen dunkel geworden und es nieselt, was ich ganz hervorragend finde. Ich war zwar heute im Garten und habe auch grob gegossen, aber laut Wetter soll es heute und die nächsten Tage regnen. Dementsprechend habe ich natürlich eher so die Hot Zones gegossen und bin sehr froh. Kann ruhig noch ein bisschen mehr regnen, die Natur kann es gebrauchen. Also, wir haben jetzt 13.36 Uhr und ich habe mal mitgestoppt. Ich habe eine Stunde und 49 Minuten gelesen und 29 Sekunden. Also knapp 2 Stunden. Und ja, habe immer mal dies und das gemacht, noch was gegessen. Ich habe mein Video geschnitten und gerade hochgeladen. Und ich habe mir jetzt auch besorgt, was ich ja immer poste. Warte mal. Lesemonat August. Nichts gelesen, nichts gelesen, nichts gelesen. Gestern 58 Seiten. Naja, so. Wir sind jetzt bei 57% und ich habe geguckt, das Buch hat 445 Seiten, glaube ich, und habe dann ausgerechnet, ich habe 197 Seiten gelesen in weniger als 2 Stunden. Was mich natürlich ein bisschen irritiert, also ich merke schon, das Ding liest sich super gut, aber ich denke mal, es ist ein Jugendbuch. Und diese 445 Seiten werden wahrscheinlich in einem normal gedruckten Taschenbuch wahrscheinlich insgesamt nur 320 Seiten oder so. Die Schrift ist ja dann schon ein bisschen großzügiger und der Buchsatz auch. Und ich habe irgendwas auf meiner Brille, ich glaube, da hat vorhin die Katze drauf getatscht. Ist ja nicht schlimm. Seht ihr wahrscheinlich gar nicht, aber ich sehe es. So, um was geht's? Diese Arcadia ist eine Art Elite-Universität in einem leicht dystopischen, in einer leicht dystopischen Welt. Ich habe aktuell auch noch keine Informationen darüber, dass es ein Mehrteiler ist, aber zum aktuellen Zeitpunkt, ich habe jetzt schon die Hälfte des Buches gelesen, wenn die das jetzt alles auflösen, was da so angeteasert wird, dann wäre das jetzt noch ganz schön holter die Polter. Mal gucken. Wir haben die zwei Hauptprotagonisten und aus der Perspektive wird auch absichtlich abwechselnd erzählt, und zwar Emily und Ben. Ken? Jetzt geht das wieder los. Ben oder so, er spielt eh wen anders, nämlich Kane. So, oder Kanye wahrscheinlich. Kane. Also wegen Kanye West, ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Es spielt im Jahr 2050 und alles ist, man hat Roboter, künstliche Intelligenz und es gibt diese Akademie, reiche Menschen können sich dort einkaufen, also quasi einen Platz, wobei einen Test müssen sie trotzdem machen. Und dann gibt es noch Stipendien und die Emily hat ein Stipendium bekommen, wird dort an der Schule auch so ein bisschen gemobbt, weil so diese reicheren Menschen eher das Gefühl haben, dass der Abschaum da nicht noch durchgefüttert werden muss. Es ist schon ein bisschen hart. Und ich denke, wir haben mit dem einen oder anderen Umweltproblem zu kämpfen, was bis jetzt erst angeteasert wurde. Also man versucht dort schon Sachen zu erforschen und die Schüler, die an diese, ich sag mal, Universität gehen, weil die Emily ist erst 15, deswegen, ja, aber an diese Privatschule, die sollen dort schon, also die kommen dort auch hin, weil sie besondere Fähigkeiten haben und zum Beispiel die Emily ist sehr gut im Programmieren und im Robotics und so. Und die sollen auch versuchen, neuere Sachen zu erfinden, um manche Dinge anzupassen. Zum Beispiel hatten sie jetzt einen Unterricht und die Bienen sind wohl ausgestorben und sie haben dann quasi so Roboterbienen. Aber die können die Blumen natürlich besser und schneller bestäuben als wir Menschen, wenn wir das künstlich machen. Aber trotzdem gehen dann auch Blumen kaputt oder es werden teilweise keine guten Nährstoffe übertragen. Also die Blumen sind insgesamt nicht mehr so gesund, auch wie früher. So, und die sollten da sozusagen ein bisschen rumprobieren an einem Bienenkonstrukt, an einer Mechanik, wie das Ganze besser ablaufen könnte, so ein bisschen. Ne? Also was ich cool finde, ist so ein bisschen die Kritik an
weil die Umwelt halt kaputt ist 2050 und da geforscht werden muss. Es ist ein guter Drive. Ich glaube, so die ersten 30-35%, da ging es bei Emily eher um das Auswahlverfahren. Die war da zu einem ganz verrückten Test. Also allein zu den Teststationen, die sie hatte, hätte ich mir ein ganzes Buch vorstellen können, wenn man es jetzt so als typische Trilogie geplant hätte. Und der Ken, glaube ich, der wird dort eingeschleust. Es gibt so die Big Three. Da gibt es irgendwie drei andere Unternehmen, die da wohl versuchen, bei dieser Akademie zu stibitzen oder so. Der wird dort quasi eingeschleust und der hat auch so ein bisschen, ist er umgebaut worden, sodass er diesem Kaney dort gleicht. So, er selbst ist aus einer sehr armen Familie, also eigentlich noch ärmer als die Emily und spielt dort aber in Superreichen. Da bin ich jetzt und wie gesagt, ich bin jetzt schon bei über der Hälfte und deswegen vermute ich eher, dass es ein Mehrteiler ist, weil irgendwann müssen sie übereinander etwas erfahren. Ich denke auch, dass die mindestens eine Freundschaft entwickeln könnten, wenn nicht sogar mehr, dort sind wir auch noch nicht. Und dann muss das mit ihm ja noch auffliegen. Und ich bin mir auch generell nicht sicher, ob da nicht noch irgendwas anderes eine Rolle spielt. Also mir fehlen dort noch sehr viele Fäden. Und dafür, dass ich jetzt irgendwie nur noch 200 Seiten zu lesen habe. Also entweder es wird ein Mehrteiler, von dem ich jetzt noch nichts weiß. Also aktuell steht es nicht mit da. Und er kommt irgendwann raus. Das heißt, wir müssen warten. Oder jetzt wird irgendwie heute die Porter alles aufgelöst. Es liest sich wirklich super schnell und ich finde, heute ist auch das perfekte Lesewetter. Ich freue mich sehr. Kommt jetzt gleich eine Katze? Nee, ich habe die Küchentür zugemacht. Genau. Mein August-Video für heute habe ich hochgeladen. Also meine dritte Augustwoche. Auf gemeinsam sparen. Und ich habe, wie gesagt, gerade noch hier diese Übersicht gebastelt. Die werde ich jetzt gleich bei Instagram posten. Und ich mache mir wahrscheinlich jetzt noch irgendwie einen kleinen Snack oder so und lese weiter. Und nachher packe ich dann noch 10 Bestellungen und dann gucken wir mal. Also voll der gemütliche Tag. Ich bin voll happy und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass das hier ein bisschen tröppelt und auch ein bisschen angenehm auf dem Balkon ist. Bis später. So, ihr Lieben, ist das nicht herrlich? So. Ich zeige euch jetzt mal die andere Perspektive. Hier sitzt nämlich immer Spatze. Und ich sitze dort, damit ich nämlich das hier sehen kann. Weil sein Ausblick ist so halb Baum und halb die anderen Häuser. Und mein Ausblick ist halt nur grün und Spatze halt. So, ich habe jetzt, wartet, es ist 19.12 Uhr. Ich habe 3 Stunden und 5 Minuten gelesen und ich habe das Buch beendet. In Anbetracht dessen, dass ich knapp 400 Seiten in 3 Stunden gelesen habe, da waren auf jeder Seite quasi nicht so viele Wörter, falls ihr das verstehen könnt. Also ich nehme mal an, als gedrucktes Buch ist es wirklich großzügig gesetzt und fand ich ein bisschen schade. Ich fand es wirklich schade. Dieses Buch hatte einen unheimlichen Drive. Ich habe das sehr gerne gelesen, hat mir viel Spaß gemacht. Hatte auch ein schönes Thema, dass halt unsere Zukunft von uns Menschen gefährdet wurde und dass wir diese Akademie haben, wo halt, hallo Amaya, wo halt die klugen Jugendlichen dort forschen sollen und sich engagieren sollen. Und ich habe die ganze Zeit eine Verschwörung erwartet, ich will ja nicht spoilern. Also es kam am Ende noch eine Eröffnung, die sehr interessant und sehr dramatisch war, aber ich fürchte, es ist ein Einteiler und geht jetzt nicht weiter, was die ganze Sache noch viel dramatischer macht. Allerdings fehlt dem Buch an der einen oder anderen Stelle etwas. Also gibt es halt noch ein anderes Geheimnis, das war meiner Ansicht nach relativ früh abzusehen. Da gibt es auch ein Buch, was einen ähnlichen Punkt hat von June Perry, alias Marion Meister. Das weiß dort auch um künstliche Intelligenz geht, aber gut. Das Buch ging zu schnell. Es ging zu schnell. Also meiner Ansicht nach hätten wir hier
Also wenn das Ding jetzt abgeschlossen ist und es keine Fortsetzung gibt, fehlen hier noch gut 100 Seiten. Es sind halt immer noch Handlungsstränge offen. Dort passiert auch ein Mord oder mehrere Mordanschläge, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aus welcher Perspektive man dort drauf schaut. Also es wurde sich so viel Zeit gelassen. Ein Drittel des Buches am Anfang für diese Aufnahmeprüfung. Und ja, dann hat man halt noch ein bisschen Geplänkel. Es gab eigentlich auch viel Liebe zum Detail, was Pflanzen angeht, was Tiere angeht, was Technik angeht. Und ich weiß nicht, warum das Ende jetzt, das ganze Ende, also da war relativ viel, was jetzt irgendwie in den letzten Kapiteln rauskam, das ging so flupp, 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 holter die Polter. Und ich bin jetzt so ein bisschen wie, ich fühle mich auch betrogen. Also wenn es eine Fortsetzung gibt, was jetzt so nicht angekündigt ist, dann wäre es gut, weil hier ist noch ein bisschen was zu tun. Aber eigentlich ist das Ende auch irgendwie so endgültig, dass ich mir nicht sicher bin, was man da überhaupt machen kann. Also es wäre konsequent, es bei einem Einteiler zu lassen, aber wenn man es bei einem Einteiler lässt, dann fehlen hier 100 Seiten an Handlung. So, zwischendurch, im letzten Drittel eigentlich. Im letzten Drittel des Buches fehlen noch so 100 Seiten an Handlung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das lässt mich jetzt schon so ein bisschen auch sprachlos zurück, weil das Ding ist nicht fertig. Wenn es ein Einteiler ist, ist das ein unfertiges Buch. Nicht wegen dem endgültigen Ende, sondern weil das letzte Drittel des Buches einfach so Holter die Polter war. Wichtiges Thema, ja. Also, was wir alles noch erfinden könnten, erfinden müssten, was alles mit dieser Welt passieren kann, ist wirklich schrecklich. Tolles Thema, toll geschrieben. Aber es fehlen 100 Seiten, um das Ganze irgendwie komplett zu machen. Hallo, Bibi. So. Ich wollte ja heute eigentlich mit einem meiner zwei Kinderbücher anfangen, also entweder von Vanessa Walter oder von Robin Stevens, aber es wird jetzt demnächst dunkel und eigentlich soll es noch gewittern und ich glaube, ich bin eher in Stimmung für was Düsteres. Ich denke an Dark Romance. Mal gucken, was es wird. Ich habe hier angefangen, die Zeit zu tracken. Ich wollte heute eigentlich einen Lesemarathon machen, aber wie gesagt, es ist jetzt schon 19.16 Uhr und ich merke, dass ich ein bisschen müde werde. Das heißt, ich schaffe maximal noch 2 Stunden Lesezeit, wenn überhaupt. Und eigentlich wollte ich noch ein paar Einzelbestellungen packen. Deswegen, vielleicht mache ich so ein Lesewochenende, Lesemarathon-Wochenende. Ich glaube, einige von euch freuen sich sehr, wenn ich mal wieder was zum Thema Lesen mache. Und da vielleicht schaffe ich noch 2 Bücher. Vielleicht schaffe ich ja ein Dark Romance Buch und eins von den Kinderbüchern. Das wäre nicht schlecht. Hätte ich 3 gelesene Bücher in 3 Tagen. Das würde mich sehr freuen. Ja, es ist wirklich herrlich. Was ihr vielleicht hört, ist Kinder spielen Ball. Irgendwo hinter, weit, weit hinter diesen wunderschönen Bäumen. Und hier draußen lässt sich definitiv aushalten. Hier draußen ist es auch angenehmer als in der Wohnung. Ich lüfte zwar fleißig durch, aber naja. So, ich will auch nicht, euch nicht weiter vollquatschen. War auf jeden Fall bis jetzt sehr vergnüglich. Ich habe ein Buch in 3 Stunden gelesen, was irgendwie schon mega cool war. Und ja, mal gucken, was ich euch als nächstes erzähle. Wahrscheinlich erst morgen früh, denn nachher wird es immer dunkler. Und ich weiß nicht, ob ich euch dann noch mit schlechten Lichtverhältnissen quälen soll. Mal gucken, was passiert. Hallo ihr Lieben, nächstes Update vom Lesemarathon-Vlog-Wochenende. Ich habe gestern tatsächlich, das habe ich euch alles erzählt, doch glaube ich, auf dem Balkon habe ich euch gefilmt, dass ich das Buch beendet habe. Ich habe gestern insgesamt 4 Stunden und 18 Minuten gelesen. Ich habe mir noch eine Cyber-Erotik-Novelle geschnappt von Nova Edwins. So heißt die, glaube ich. Das ist ein Pseudonym von Mia Kingsley. Und ich glaube, die Prinzessin des Cyborgs könnte das gewesen sein. Es ist auf jeden Fall die 3. Geschichte. Waren, glaube ich, 90 Seiten. Ich müsste noch mal gucken, wenn ich dann meine Tracking-Story für Instagram mache. Ja, hat wieder super Spaß gemacht. Ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt Sci-Fi. Ne? Wir sind irgendwo in der Zukunft. Es gibt viele Planeten und Rassen und Arten. Und wir haben einen Planeten, der
größtenteils von Menschen besiedelt oder von Menschenähnlichen besiedelt und regiert wird. Und es gibt aber quasi einen Krieg mit den Cyborgs. Und um dort diplomatisch vorzugehen, werden in dieser Reihe. Meine Stimme ist belegt. Heute hört ihr mich wahrscheinlich nicht allzu oft. Die Prinzessinnen werden quasi mit Cyborg-Kriegern vermählt. Also ist ein bisschen trashy, aber wem das gefällt, ich lese sowas ganz gerne mal. Und ja, die zwei müssen halt zusammenkommen und dann noch gegen ein Komplott vorgehen. Und zwischendurch gibt es noch die eine oder andere erotische Szene. Ist ganz nett, definitiv für zwischendurch, hat mir Spaß gemacht. Ja, heute möchte ich mich endlich mit May Wong beschäftigen, mit dem schönen lilanen Robin Stevens Buch. Und ja, ansonsten ist es halt jetzt schon nach 10. Ich habe gerade das Spielevideo abgedreht, was ich heute noch schneide, damit es morgen online kommt auf gemeinsam sparen. Und ja, dementsprechend meine Stimme versagt wahrscheinlich demnächst. Ist aber nicht schlimm, weil ich werde jetzt erstmal die nächste Zeit schweigend lesen und es mir gut gehen lassen. Und dann werde ich Mittagessen und dann werde ich ganz entspannt das Video schneiden und mal gucken. Ich möchte heute noch anfangen mit dem neuen Patreon-Spiel. Es wird was Herbstliches. Und ich denke, das kann ich euch sogar zeigen oder in dem anderen Vlog. Ich filme gerade beide Vlogs parallel, was mich ein bisschen. Ich hoffe, ich doppel mich nicht allzu sehr. Aber ich habe jetzt hier quasi diesen Lesevlog für die Leseratten unter euch, die gerne mal wieder wissen wollen, worin ich versinke. Hallo Milli. Und dann filme ich natürlich noch den. Mein Tagebuch-Vlog, wo es ja allgemein geht um an was ich gerade arbeite und meine Hobbys und meinen Alltag und Co. Genau, ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kritik, Anmerkungen, nette Dinge könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, und jetzt mache ich es mir erstmal gemütlich. So, ihr Lieben, abschließendes Update. Leider Montagmorgen. Ich hatte euch Sonntagmorgen mein Update für den Samstag gefilmt. Allerdings, ich habe jetzt angefangen, die Videodateien hochzuladen und zu schneiden. Und die ist kaputt, korrumpiert. Fragt mich nicht, was damit passiert ist. Also, heute nochmal von vorn. Ich hatte ein sehr schönes Lesewochenende. Ich habe. Mal gucken, ob mein Tracker noch da ist. Gestern Abend hat er noch funktioniert. Ich war ja, glaube ich, am Freitag hatte ich insgesamt 4 Stunden 17 gelesen. Kann das sein? Als ich gestern das Update gemacht habe, war ich, glaube ich, bei 5 Stunden 19. Und jetzt bin ich bei 6 Stunden 11. Ich habe also jetzt Samstag und Sonntag jeweils nur eine Stunde gelesen. War nicht so viel Zeit, aber ich habe trotzdem ein bisschen was geschafft in diesem wundervollen lilanen Buch. Ich bin jetzt auf Seite 138 und es gefällt mir wieder richtig, richtig sehr. So, also, wir haben für alle, die die Wilds und Wong-Reihe gar nicht kennen, das spielt in den 1930ern in einem Mädcheninternat in London, bei London, die Deep Dean. Und dort kommt Hazel Wong hin. Sie ist aus Hongkong und sie soll dort quasi die feine englische Etikette kennenlernen und sich zu einer feinen Dame entwickeln. Und sie trifft dort auf Daisy Wells und ein blondes, etwas arrogantes Mädchen, was an manchen Stellen vielleicht an Sherlock Holmes erinnert. Und die zwei lösen einige Kriminalfälle. In einem der späteren Bände lernt man ja diese junge Dame kennen. Das ist May Wong und das ist quasi Hazels jüngere Schwester. Und in dieser neuen Reihe geht es um May. Sie geht jetzt an die Deep Dean, der Zweite Welt. Doch, der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Wir sind bei 1940 rum. Katze. Und ja, sie möchte wie ihre ältere Schwester Spionin werden. Sie ist aber erst fast 11, also eigentlich ist sie erst 10,5. Und findet in Hazels Manteltasche oder war es die Hosen in der Tasche, findet sie so einen Zettel, wo man sich melden kann, wenn man sich als Spion ausbilden lassen möchte. Und sie geht dorthin und trifft dort auf Eric, eigentlich Erich,
Er ist Deutscher und seine Familie ist ausgewandert. Ich glaube, er und seine Mom sind People of Color, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Also sein Vater ist mittlerweile gestorben und er ist mit seiner Mutter und seiner Zwillingsschwester in London gelandet. Und die wollen sich evakuieren lassen. Allerdings hat Eric in einer Zeitung dieses Rätsel gelöst, was die Mädels, also Daisy und Hazel, aufgesetzt haben und möchte halt auch Spion werden. Und die zwei landen dort und treffen auf Hazel und was? Hazel oder Daisy? Eine von beiden. Auf die treffen sie und die sagt: No, ihr seid viel zu jung, die sind beide noch keine 11 Jahre alt, wir nehmen euch hier nicht. Und die zwei hauen dann ab und auf dem Zettel, den May gefunden hat, ich hoffe, ich bringe die ganzen Namen nicht durcheinander, es ist quasi ein Hinweis und sie lassen sich evakuieren an diesen Ort und werden quasi als verlorene Kinder aufgenommen und versuchen diesen Fall zu lösen, wenn man es so nennen möchte. Mega cool, hat mir richtig, 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 richtig gut gefallen bis jetzt. Es ist, also May führt jetzt wieder rückblickend so eine Art Tagebuch, was sie alles so erlebt haben, weil es gibt auch einen Mordfall. Und sie treffen dort an diesem Ort auf die Fiona, die wohnt dort und die hat quasi dort Verwandtschaft. Und sie fängt dann an, Tagebuch zu schreiben. Und die Fiona denkt, die zwei sind deutsche Spione. Und die May kann die Fiona überhaupt nicht leiden und sagt immer wieder, wir sind für immer für den Rest unseres Lebens Feindinnen. Ich denke, zum Ende des Buches sind sie Freunde und haben dann wahrscheinlich auch so einen Krimi-Club oder so einen Spionage-Club oder so. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde, was auch. Also Robin Stevens hat mehrere Stärken. Zum einen hat sie einen wunderbaren Humor. Das hatte sie auch schon in der letzten Reihe. Und sie lässt sich sehr spannende Krimifälle einfallen. Ich mag solche Krimifälle, wo man halt auch mitraten kann, wie bei Agatha Christie. Und sie hat, also historisch sucht sie sich auch immer, also ne, sie streut das immer nur so ein bisschen vorsichtig. Ne? Man hat da Bombenangriffe, man hat Angst, ja. Und wie das aber aus den Augen eines Kindes geschildert wird, die halt nicht so viel Ahnung haben, die haben keine Ahnung, wer ist Hitler, was ist überhaupt die Dimension eines Krieges, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Und das, finde ich, macht sie richtig, richtig gut. Also diese historischen Fakten ganz leicht verknüpfen mit der, ich sag mal, des Alltags, den Alltag des Krieges. Mensch, das war jetzt ein komplizierter Genitiv für mich. Und was aber halt auch relevant ist, und das war in der ersten Reihe auch schon, Hazel kommt ja aus Hongkong und wird natürlich immer wieder konfrontiert mit Rassismus und, wie heißt das Wort? Wartet. Vorurteilen. Mit Vorurteilen, die quasi aus dieser nicht nur Fremdenfeindlichkeit, sondern auch dieser Unwissenheit resultieren, weil man sich natürlich auch gewisse Bilder gemacht hat. Und ja, die drei passen da auch wunderbar rein. Also May ist ja auch wieder aus Hongkong. Eric bzw. Erich ist Deutscher, das heißt, er wird sowieso komisch angeguckt, sobald man merkt, dass er Deutscher ist. Und er ist halt auch ein People of Color. Womit ja auch wieder Vorurteile verbunden sind. Und die Fiona, die stammt aus einer Familie mit Theaterschauspielern. Ich denke mal, sie bringt dann das Schauspielerische mit in dieses Team. Und sie hat mütterlicherseits Wurzeln aus Amerika und väterlicherseits aus Irland. Und die sind halt jetzt auch in London bzw. bei London. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hätte ich gerne am Wochenende mehr gelesen, aber ich hatte richtig viel zu tun. Also auf der einen Seite habe ich ein bisschen was für Etsy gemacht. Ich habe wieder ein neues Produkt entworfen. Ich muss ja langsam ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen hinne machen, aber dranbleiben, weil ich ja einen Weihnachtskalender veröffentlichen möchte. Und da müssen natürlich auch die 24 Türchen mit, ich denke mal, schönen Sachen gefüllt sein. Und zum anderen habe ich endlich das gemacht, was ich seit Ewigkeit nicht geschafft habe, auch durch die Hitze. Ich habe angefangen, mein Schlafzimmer auszumisten.
Und in meinem Schlafzimmer sind quasi nicht nur zwei Kommoden und ein Kleiderschrank, wo halt Klamotten drin sind. Die Klamotten sind gar nicht das Problem, sondern dort sind auch Bücher, die quasi hier ausgezogen sind. Und dort sind aber auch jede Menge Etsy-Produkte. Beziehungsweise ein Teil meines Etsy-Shops befindet sich im Schlafzimmer, weil das Arbeitszimmer nicht ausreicht. Ich bräuchte eigentlich irgendwie. Ich bräuchte ein außenstehendes Büro. Aber irgendwie Büroräume zu mieten ist viel zu teuer für das, was ich mache. Also muss quasi das Wohnzimmer, was ja auch kein Wohnzimmer ist, muss das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer dafür herhalten, diesen Etsy-Shop zu beherbergen. Und da habe ich am Wochenende wirklich viel geschafft. So, meine Lebensgeister sind auch generell wieder ein bisschen erwacht, weil es nicht mehr so irre heiß ist. Es hat abgekühlt. Und ich fühle mich langsam wieder wie ein Mensch mit frisch gewaschenen Haaren. Ich bin gerade ein bisschen strubbelig, aber das könnt ihr gar nicht sehen. So, war also ein sehr schönes Lesewochenende für mich. So, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, mir dabei zuzugucken und zuzuhören. Erzählt mir gerne, ob ihr die Wells und Wong-Reihe kennt und genauso liebt wie ich. Und falls ja, ob ihr euch auch schon auf den neuen Band gestürzt habt. Und ja, ansonsten sage ich erstmal Arrivederci und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!